Salad, The Smasher, Siberian Beast. Und jetzt macht wieder eine neue Runde. Und zwar der Ich bin Blank Tag. Als letztes habe ich den bei dem Pronoob gesehen. Und da er keinen getaggt hat, habe ich mir einfach gedacht, ich greife das ganze Thema mal auf und sage euch einfach mal, wie das bei mir im Leben so abläuft, beziehungsweise wie das früher bei mir so gewesen ist. Ja, wollen wir mal anfangen. Frage Nummer 1. Es ist Samstag und du hast nur noch 10 Euro. Wie sieht dein Abend aus? Tja, im Grunde gibt es kein Problem, weil das bei uns in der Clique eigentlich mal so geregelt ist, wer den Fahrrad auf einer Party macht, der kriegt die Getränke ausgegeben, weil er ja im Grunde nicht saufen darf. Das heißt, wenn ich jetzt also sagen würde, Jungs, passt mal auf, ihr wolltet sowieso auf eine Feier, ich nehme euch mit, ich fahre euch nachher auch wieder nach Hause und wir dann halt saufen gehen, dann gehen die saufen, schütten sich die Hucke zu und ich kriege meine Cola und so weiter eben umsonst. Dann brauche ich die 10 Euro nicht mehr ausgeben. Das ist natürlich auch geil, oder? Ja, kommen wir gleich zur Frage 2. Wo hast du früher dein Taschengeld ausgegeben? Tja, wie gut, dass die Leute nicht wissen, wofür ich früher das Geld ausgegeben habe. Wollen wir doch mal sehen. Wie war das denn damals? Dann kam hier mit das, dann kam das, dann kam das. Was ist das denn? Na, das ist realistischer. Und ja, vom Rest vom Geld hat man sich eben Spaß, Spannung und Spiel gekauft, ne? Normal. Da fällt mir doch mal so glatt nichts ein. So, gehen wir zur Frage 3. Was machst du, wenn du blank bist? Kommt eigentlich nicht vor, weil ich habe am Ende des Monats eigentlich immer noch genug Knete über. Es ist eigentlich immer eher so, dass Leute sich von mir was leihen können, als ich, ich mir von anderen Leuten was leihen müsste. Also von daher, ich kann mit Geld halt leider umgehen, ist eben so. Manche sagen immer, ich bin Sparfuchs. Oder geizig. Frag Duschi. Der würde euch das ein bisschen genauer erklären, was er zu dem Thema zu sagen hat. Gut, gehen wir zu Frage 4 über. Was hast du dir von deinem ersten YouTube-Geld gekauft? Ja, wir sind ja noch nicht so lange dabei und kommerziell haben wir YouTube also noch nie genutzt. Das heißt, dass wir hier irgendwie Einnahmen oder so aus den Videos bekommen, ist bei uns also bis jetzt noch nie vorgekommen. Und von daher habe ich mir natürlich bis jetzt davon noch gar nichts gekauft, weil ist ja noch keins gekommen. Gut, gehen wir zur Frage 5 über. Was würdest du dir als erstes kaufen, wenn du Lotto gewinnst? Ja. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, einen richtig großen Gewinn kriegen würde, so ein paar Millionen und so, ich würde auch erstmal gucken, dass ich meine Familie halt ein bisschen absichere. Man weiß ja nie, was die Leute mal brauchen oder haben wollen. Ich habe ja nun zwar keine besonders große Familie, würde ich jetzt einfach mal im weitesten Sinne sagen, aber ich bin auch zweifacher Onkel, also von daher würde ich natürlich auch für die Kiddies ein bisschen was anlegen und auch gucken, dass mein Dad und mein Bruder halt ein bisschen was von dem Krempel kriegen, was sie halt immer mal haben wollten. Also ich denke mal, im Endeffekt gebe ich am wenigsten von der Kohle für mich aus. Ich packe es mir auch irgendwo noch die Bank und irgendwie nicht arbeiten zu gehen oder so ein Scheiß, das würde mir auch nicht gefallen. Ich brauche was um die Hand. Ich bin halt ein Mensch, der geht auch ab und an mal an die Decke, wenn er nur Urlaub hat und gar nichts zu tun hat. Also mich mit der Kohle auf die faule Haut legen, geht bei mir gar nicht. Gut, dann gehen wir zur Frage 6 über. Hast du viel Geld am Ende des Monats über? Ich glaube, die Frage habe ich bei 3 schon beantwortet. Ja, habe ich. Viel ist es nicht, aber Geld ist am Ende des Monats eben über. Das reicht zumindest dann, um nochmal weggehen zu können, Party zu machen oder halt sich eventuell nochmal ein Spiel zu kaufen. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 7. Hast du früher für Geld gute Noten bekommen? Wenn ich sehr gute Noten geschrieben habe, habe ich mal was gekriegt, ja. Bestrafung für eine schlechte Zensur gab es eigentlich eher weniger, außer dass man sich dafür selber den Arsch gebissen hat, weil man halt Scheiße geschrieben hat. Aber so für gute Noten in der frühen Schulzeit, wo also noch Orientierungsstufe und so ein Scheiß, ja, aber danach, wo es dann halt entsprechend absoluter Klasse losging, hat man eigentlich dann auch gesagt, ja, du machst den Scheiß eigentlich für dich und nicht für andere Leute Geld. Also von daher eine Belohnung bis zur Orientierungsstufe, ja, danach nicht mehr. Fährst du schwarz, um Geld zu sparen? Das ist die 8. Frage. Brauche ich nicht. Also ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel sehr selten. Wo ich hin will, erreiche ich entweder zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto. Und da brauche ich eigentlich
wie gesagt, nicht für bezahlen. Also von daher, das Einzige, was ich füttern muss, ist mein Auto. Und da kommt halt Sprit rein und keine Tickets. Und von daher muss ich also auch nicht schwarz fahren, weil wenn das Auto keinen Sprit mehr hat, bleibt sowieso liegen und da könnte ich nicht bescheißen. Also von daher muss ich also immer ein bisschen Kohle von der Bank holen und dann das Auto eben tanken, ne? Und kontrollieren tut mich zum Glück auch keiner. Es sei denn mal die Polizei und ich habe ja meistens keinen Plan, wenn ich Auto fahre. Also von daher sollte da eigentlich nichts weiter passieren. Frage Nummer 9. Womit hast du vor YouTube dein Gehalt bzw. dein Taschengeld aufgebessert? Hast du noch einen weiteren Nebenjob? Ich habe so gesehen nie in meinem Leben vor meiner ersten Ausbildung gearbeitet. Ich habe also keine Nebenjobs gehabt, jetzt im klassischen Sinne wie Zeitung austragen oder so. Sowas brauchte ich eigentlich nie, weil ich schon früh halt gelernt habe, mit meinem Geld umzugehen. Und einen Nebenjob kann ich mir bei meiner Anstellung nicht leisten, weil ich arbeite schon 40 Stunden und bin eigentlich immer schon heilfroh, wenn ich Wochenende habe, damit ich überhaupt mal ein bisschen was von meinem Privatleben habe. Und das bisschen Zeit, was ich dann noch über habe, mit einem Nebenjob zu verballern, nur um noch ein bisschen mehr Kohle zu haben, die ich ja eigentlich gar nicht brauche, wäre doch sehr schwachsinnig. Ganz ehrlich, Leute. Aber gut, manche Leute stehen leider nicht so gut da wie ich zum Beispiel und denen sei das gegönnt, aber in meinem Fall glücklicherweise musste ich das nie und brauche ich das auch nicht. Gut, Frage Nummer 10, Geld oder Liebe? Schwierige Frage. Geld ist schon wichtig im Leben, wobei ich dem Geld an sich keine besondere Bedeutung beimesse, weil ich es eigentlich eher zum Mittel zum Zweck sehe, um mir oder anderen Personen halt mal was leisten oder gönnen zu können. Ich persönlich würde sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden Sachen, nennt mich kitschig, ich glaube, ich würde die Liebe nehmen. Ist einfach nur mal so. Mit Geld kann man zwar eine Menge anfangen, aber es macht irgendwo nicht glücklich im Leben. Ist meine Meinung, gut. Frage Nummer 11. Du bist bei einem Date, lädst du ein, lässt du dich einladen oder Hälfte, Hälfte? Auch da kommt es drauf an, welches Date ist das? Erstes Date oder die ersten paar Dates würde ich auf jeden Fall immer sagen, klar, der Mann lädt im Grunde immer ein. Wird dann später mal wirklich was Festes draus, ist es eigentlich so, dass man dann immer sagen kann, okay, Mahlzeit der eine, Mahlzeit der andere, dann wiegt sich das irgendwo auf. Aber klar sage ich, bis so quasi aus dieser Bekanntschaft, sag ich mal, wirklich was wird und dann man halt wirklich auch eine Beziehung miteinander hat, da würde ich sagen, lädt der Mann eigentlich im klassischen Stil immer ein. Und von daher würde ich einladen auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier die 12. Frage. Du bist blank. Spaghetti mit Ketchup oder Tiefkühlpizza? Spaghetti mit Ketchup kam bei mir bis jetzt noch nie so besonders gut an. Tiefkühlpizza ist zwar auch nicht mein Favorit in Essen, aber ich würde dann halt die Tiefkühlpizza nehmen. Schmeckt mir einfach auch besser. Aber ich habe sowieso einen sehr komischen Ernährungsstil, laut Uschi zumindest und ein paar anderen Leuten, aber wie gesagt, wenn ich blank wäre, würde ich die Tiefkühlpizza nehmen. Gut. Frage 13. Würdest du in einer Fußgängerzone singen, tanzen, Witze erzählen, wenn du richtig blank bist? Nein. Weil ich schon gesehen habe, wie manche Leute sich zum Obst machen und mir dieser Hohn und der Spott einfach zu sehr in den Stolz stechen würde. Ich würde das nicht machen. Ich meine, wenn ich richtig happy drauf bin oder so, dann ist mir das sowieso Wurst, wer mich hört. Dann singe ich sowieso, aber die meisten Leute würden mich dann eher bezahlen, damit ich nicht mehr singe. Aus dem ganz einfachen Grund, ich singe scheiße. Das ist nun mal einfach so. Und ich weiß das auch. Und von daher interessiert mich das eigentlich eher auch im feuchten Kehricht, wenn ich gerade richtig happy bin, ob die Leute mich dafür verrückt halten oder nicht. Aber mich zum Obst machen und mich da hinstellen mit dem Hut und da rumgehen und dann singen und so ein Scheiß, nein, das würde ich nie machen. Das würde ich mir nicht antun, das würde ich anderen Leuten nicht antun. Vor allem hätte ich auch gar keinen Bock darauf, dass irgendeiner von den Leuten, die mich da kennen oder so, dann mit meiner Familie irgendwie so darüber quatschen oder so ein Mist. Das wäre das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Wie sieht denn das aus? Okay, Frage 14. Du hast nur noch einen Tag zu leben. Wofür gibst du dein letztes Geld aus? Also, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, ich würde den versuchen, so nett zu verbringen, wie es eben geht. Das würde wohl jeder Mensch machen. Das heißt, ich würde die Kohle, die ich habe, größtenteils auf den Kopf hauen. Das heißt, mit meinen Kumpels nochmal irgendwie auf eine Tour gehen oder mit meiner Familie irgendwie noch einen schönen Tag erleben wollen. Und wenn es nur sei, dass ich mit den Kiddies und mit meinem Bruder und mit allen Leuten dann entsprechend irgendwie in den Heidepark fahre oder so eine Scheiße, um einfach nochmal an meinem letzten Tag einfach mit gutem Gefühl halt entsprechend abdanken zu können. Und ich denke mal,
Ich bin ein sehr vorsorglicher Mensch. Wenn das noch nicht gedeckt ist, würde ich wahrscheinlich sogar noch Kohle für meine Beerdigung zurücklegen, damit die anderen Leute damit nicht bezahlen müssen. Das ist eben einfach so. Also das ist zumindest so ein bisschen, wie ich halt denke. Wenn es einen natürlich mal so erwischen sollte, hat man ein bisschen die Arschkarte, da kann man halt nicht mehr viel vorsorgen. Aber wenn ich wirklich das Ganze irgendwie planen müsste oder so, dass ich halt wirklich zu hören kriege, du hast nur noch garantiert einen Tag zu leben, dann wie gesagt, würde ich also gucken, dass ich mit den Leuten, die mir wichtig sind und dann halt auch meiner Familie, weil es zählen ja auch Freunde zu meinen wichtigsten Leuten, dann halt auch wirklich einen netten Tag noch halt verleben will. Und abends dann halt nochmal vielleicht ein bisschen Kante geben, kleines Bierchen und so weiter und dann, ne, so langsam, Leute, ich muss da mal, ne? Gut. Frage 15 und letzte Frage. Hast du ein teures Hobby? Ich hatte früher sehr teure Hobbys. Ich habe früher sogar sehr viel DVDs gesammelt. Ich habe bestimmt über 200 Stück oder so. Unterschiedlichste Filme und Genres und hast du nicht gesehen. Und ja, gut, wir machen YouTube. YouTube an sich ist nicht teuer, weil es kostet nichts, die Videos hochzuladen und sich einen Account zu erstellen. Was ein bisschen was kostet, ist natürlich die Sachen, die man braucht, um die Sachen filmen zu können, also eine Kamera oder dann halt auch die Spiele, um die, das Material halt zu haben, was man aufnehmen möchte. Das ist natürlich dann ein bisschen teuer, das geht ein bisschen ins Geld. Aber ich muss sagen, der Fun-Faktor an der ganzen Geschichte wiegt natürlich die Kosten auch irgendwo auf. Und ich meine, ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich habe halt entsprechend ein bisschen was von meinem Gehalt, weil ich 40 Stunden arbeite. Ich hätte eigentlich sowieso kaum Zeit, mal meine Kohle irgendwo auszugeben. Und von daher gebe ich sie dann lieber für solche Sachen aus, die mir dann halt auch Spaß machen, wie zum Beispiel jetzt hier Videos drehen und so. Und man kann sagen, es spielen ist irgendwo ein teures Hobby, was ich leider nicht immer ausleben kann. Aber ansonsten habe ich momentan eigentlich nichts, was ich jetzt irgendwie, was ich als Hobby bezeichnen würde oder so, was jetzt halt richtig teuer wäre. Also ich sammle jetzt nicht irgendwelchen Schnickschnack oder so oder reise gerne um die Welt oder sonst einen Scheiß, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das Daddeln ist halt das, was für mich momentan primär das teuerste Hobby ist. Was anderes würde mir jetzt also so ad hoc, wie gesagt, nicht einfallen. Lesen tue ich auch ganz gerne, aber Bücher an sich sind nicht teuer, das ist es halt eben, ne? Und ein Buch nimmt halt auch eine Menge Zeit in Anspruch, aber ist eben, wie gesagt, nicht teuer. Und kann man sich zur Not auch irgendwie aus der Bücherei leihen, wenn man mal blank sein sollte. Was sehr selten vorkommt. Gut, Leute, das waren meine 15 Antworten. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen erheitert. Und ja, es würde uns freuen, oder mich freuen natürlich hauptsächlich und den Muschi natürlich auch, wenn ihr bei unserem Kanal mal reinschaltet, falls ihr dieses Video irgendwo anders gesehen habt. Der Tag wurde übrigens vom ProNoob vom Tomi Talk aufgegabelt und der hat sich den von irgendwo anders geholt. Das ist ja wie das olympische Feuer, da reicht einer die Fackel an den nächsten weiter und wo der Typ sitzt, der das Ding irgendwo mal angezündet hat, das weiß wieder sowieso keine Sau. Aber gut, wenn ihr Bock habt, könnt ihr diese Chronik irgendwo bis ins Nirvana weiterverfolgen und mir mal sagen, wo das Ding ursprünglich herkommt. Ich weiß es nicht, ich tagge auch auf keinen Fall irgendwelche Leute, weil ich keinen nerven will. Ich wüsste zwar ein paar Leute, die mir gefallen würden, wenn sie ein Video machen, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. In diesem Sinne bin ich raus. Ich bin der Sani, ich bin der Gamechecker und habe die Ehre und wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Macht's gut.